Ja, servus und schön, dass ihr wieder reinschaltet in meinen Kanal. Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich hatte doch in meiner Serie Frau Kannwerker mal rumgefragt, Mensch, wie macht ihr denn das mit dem Ton? Ihr hört es vielleicht, ich nehme dieses Video jetzt mal noch mit dem Handy auf, aber da ist tatsächlich immer das Ton oder die Tonqualität ein Problem. So, jetzt habe ich endlich mal reagiert und habe mir einen Camcorder gekauft. Das Teil hier, das möchte ich euch jetzt kurz vorstellen und ich werde dann identische Aufnahmen zweimal machen, einmal mit dem Handy, einmal mit dem Camcorder und dann schauen wir mal, wo der Ton besser ist. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass der Ton natürlich mit dem Camcorder besser ist. Und sollte er mit dem auch nicht besser sein, dann kann ich hier einfach nur ein Mikro rankaufen. Jo, das erwartet euch in dem Video und ich beginne, stelle zunächst mal das Teil vor, warum ich das hier genommen habe und dann mache ich ein paar Testaufnahmen, damit man einen direkten Vergleich hat. Ich hoffe, dass der ein oder andere von euch dranbleibt und sich das anguckt, weil ich schaue immer wieder in verschiedene andere Kanäle und auch da ist es oft so, dass tatsächlich das Thema Ton innerhalb der Videos ein großes Problem ist. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und los geht's. Ich hole jetzt die Kamera her, zeige euch das Teil mal in der Nahaufnahme und dann machen wir eben diese Vergleichsaufnahmen. Also, welchen Camcorder habe ich mir jetzt gekauft? Ich habe mir von Sony, ich zeige euch das mal, diesen, so, warte mal, bis die Kamera scharf stellt, diesen HDRCX405 gekauft, 9,2 Megapixel bei einfachen Fotoaufnahmen und dann sind noch ein paar andere technische Daten angegeben. Was mir wichtig war, war, dass er Full HD aufzeichnen kann, also mindestens 1920x1080 oder 1080i oder 1080p, wie es so schön heißt. Das Teil hier habe ich gekauft, ich verlinke das, war ein bisschen runtergesetzt derzeit. Kostet oder hat mich jetzt 210 Euro gekostet. Ich wollte zwar kein Vermögen dafür ausgeben, dennoch einigermaßen Qualität haben und das bekommt ihr für die 200 Euro. Also, erste Überraschung des Teils ist ja mega leicht. Ich habe es mir mal, als ich das ausgepackt habe, dachte ich mir, das ist aber wirklich leicht. Dann schauen wir mal, hier ist dann der Aufnahmeknopf, hier hat man die Power-LED, wenn man lädt, hier kann man quasi die Linse vorne auf- und zumachen und hier, da habe ich selber noch gar nicht reingeschaut, schauen wir mal rein. Ah, okay, da ist ein Kabel dabei, da kann ich quasi von hier direkt an den HDMI-Anschluss vom Fernseher und das Bild von hier auf dem Fernseher streamen. Das Kabel hier, das ist zum Laden. Das Gegenstück ist auch im Lieferumfang enthalten. Ihr steckt es einfach an die Steckdose mit dem Gegenstück und dann wird das Ganze geladen. Dann machen wir mal hier auf. Hier und das glaube ich, warum mein Ton jetzt besser ist, deutlich mehr Fläche für den oder mehr Einlässe, um da Ton reinzubekommen. Das ist auch wieder HDMI out. Hier habe ich jetzt eine Speicherkarte rein. Ich verlinke die im Video auch mal. Leg die jetzt mal hierher. Schauen wir mal, ob man sieht. Na. So. 128 GB Micro SD. Als ich das Teil hier ausgepackt habe, habe ich zu meinem Entsetzen gelesen, nur bis 64 GB. Ich habe jetzt trotzdem mal die 128 GB Karte rein, mit der Schrift nach oben einfach rein zumachen. Dann seht ihr hier das
Lichtchen, das hat kurz geblinkt. Damit seht ihr, dass die Karte erkannt worden ist. Ja, ich muss sagen, schauen wir mal, ob das jetzt so klappt, aber 128 wollte ich schon. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt versuche ich mal ein bisschen ins Menü reinzugehen. Ja, ich denke, man sieht so. Also hier seht ihr, welche Möglichkeiten man hat. Das Menü ist wirklich simpel zu bedienen. Also hier einfach durchsliden. Hier oben ist so eine Art kleiner Joystick. Da klicke ich mal drauf. Dann Aufnahmemodus. Seht, ihr könnt wählen zwischen Film und Foto. Dann Kamera, Mikrofon. Ja, da kann man verschiedene Dinge einstellen. Weißabgleich, Belichtung, Fokus, Blende. Ich bin kein Aufnahmeprofi, ich habe das alles jetzt mal auf Auto gestellt. Dann Verschlusszeiten, das ist das hier, Gesichtserkennung. Ja, und das ist eben jetzt mein Problem, das ich immer hatte mit dem Ton. Hier habe ich jetzt verschiedene Toneinstellungen. Ich denke, ich habe jetzt hier mal auf ein, das sollte dann besser sein. Wir werden das dann testen. Mit dem X komme ich wieder zurück. Ja, kann hier Wiedergabefunktionen machen. Da seht ihr schon, ich habe heute schon einiges aufgenommen. Übrigens auch ein Projekt, das ich jetzt dann online stelle. Da sieht man, so schaut es dann aus, wenn man es über diesen Camcorder wiedergeben lässt. Hier kommt man wieder zurück. Wieder zurück, hier ins Menü. Da wäre sogar so ein Bildbearbeitungsprogramm dabei. Das nutze ich jetzt nicht. Ich nehme immer Adobe Photoshop. Wer es braucht, sicherlich nicht schlecht. Hier nur Installation, da kann man halt einstellen, Sprache, die Benennung der Dateien, man kann die SD-Karte formatieren und so weiter. Ja, also ihr seht, das Teil ist wirklich intuitiv zu bedienen. Wie gesagt, 210 Euro. Was habe ich mir noch dazu gekauft? Die Speicherkarte, die kostet, müsste ich jetzt lügen, ich glaube 20 Euro. Und dann habe ich mir noch ein Stativ bestellt. So, jetzt mache ich einfach einmal ein paar Testaufnahmen mit dem Handy. Und dann genau exakt die gleichen Aufnahmen in der gleichen Entfernung mit dieser Kamera. Und dann schaue ich mal, was da besser am Ende des Tages ist. Also weil ich gerade gesagt habe, ich stelle die Kamera drauf. Das Stativ, das ihr hier seht, das ist so ein 10 oder 12 Euro Stativ. Und ihr seht da oben, ja, mal fokussieren, da ist eine kleine Schraube dran. Am Camcorder auf der unteren Seite findet ihr eben das Gegenstück. Das schraube ich jetzt hier drauf und damit hätte ich sogar mit dem billigen Teil hier ein Stativ für diesen Camcorder. Ich schraube das jetzt mal drauf und dann machen wir den. Also so schaut es montiert aus. Ist hier natürlich jetzt noch einzustellen. Ich stelle jetzt mal auf die gleiche Perspektive wie gerade und dann haben wir einen super Vergleich Bild- und Tonqualität. Also das ist jetzt die Testaufnahme mit dem Handy. Was kann ich hier ein bisschen erzählen? Hinter mir seht ihr den Bruno Pyro, ein kleiner Ofen, den ich mir in die Werkstatt gestellt habe. Dazu gibt es ein Video. Und auch zu dieser Holzkiste, Oberpfälzer Dialekt, habe ich auch ein Video gemacht. Ich spreche jetzt mal ein bisschen leiser, dann mal ein bisschen lauter. Und mein Problem war immer, wenn ich das vom Handy in die Software rein habe, war immer nur ein Audiokanal billig. Ich denke, zum Testen genügt es. Und dann werde ich jetzt mal die Kamera draufspannen auf das Stativ und versuchen, und dann schauen wir mal, wie der, die Qualität mit der Kamera ist. So, jetzt kommt die Vergleichsaufnahme
quasi mit dem Camcorder. Auch hier, ich sage jetzt einfach das Gleiche, hinter mir seht ihr den Bruno Pyro, kleiner Werkstattofen, zu dem ich auch ein Video in meinem Kanal habe. Hinter mir dann noch des Weiteren eine Holzkiste, die ich mal gebastelt habe, auch dazu gibt es ein Video. Ich werde dann den Ton in keinem der beiden Fälle, also weder bei Handyaufnahme noch bei Camcorderaufnahme, irgendwie nachbearbeiten, und damit habt ihr einen super Vergleich, wie ist die Tonqualität in beiden Dingen. Vielleicht noch eine Besonderheit, und zwar hat ja dieser Camcorder hier so ein Schildchen, sage ich mal, Display. Ich schaue es mal von der Seite an. Also da sieht man letztendlich, was würde ich jetzt aufnehmen. Nur, ihr kennt doch das sicherlich, man hat manchmal das Problem, man würde gern sehen, was man aufnimmt, aber man kann ja nicht um die Kamera rum. Jetzt kann ich den Bildschirm hier drehen. So, und jetzt schauen wir mal. Ihr seht es. Jetzt sehe ich eigentlich wunderbar, was ich gerade aufnehme. Ich drücke jetzt mal auf Aufnahme. So. Das nehme ich jetzt auf, einmal vom Handy in die Richtung und einmal umgekehrt. Ich versuche das dann einmal nebeneinander zu legen im Video, wie das ausschaut. Okay, aber den eigentlichen Testzweck dieses Videos haben wir schon eingefilmt, und zwar den Ton. Ja, das war's ja schon wieder, ganz ein kleines Video. Ich hoffe, damit sind meine Tonprobleme ein für alle Mal passé. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mal reinschaut, und sage wie immer Servus und habe die Ehre aus der Oberpfalz.